Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sprechen heute über ein Produkt von Transparent Lab und zwar den Ceramide Moisturizer. Und den habe ich bei Purish bestellt. Ihr habt zwei Möglichkeiten, Transparent Lab zu bestellen. Vielleicht habt ihr noch mehrere, könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß von zwei, einmal bei Nische Beauty Lab. Und bei Purish kann man Transparent Lab bestellen. Ich bin krank. Und sowas auszusprechen ist gerade gar nicht mehr so einfach. Erst einmal die positiven Dinge. Ich denke, das ist jetzt hier an der Stelle echt angebracht. Warum Transparent Lab? Ich mag die Aufmachung von den Produkten echt gerne, weil ich stehe auf so minimalistische Sachen. Also dieses Milchglas und dieses Einfache, ne? Also man bekommt nichts quietschbuntes da auf den Tisch gestellt, sondern die Produkte kommen meistens immer schwarz-weiß daher, was ja richtig toll ist. Also Produkt weiß, Schrift schwarz und dann eben dieses Milchglas finde ich halt echt super. Und das macht bei mir echt auch viel aus und vor allem, was die Produkte auch können. Und ich habe eine Mischhaut in Richtung fettig, ich bin 44 Jahre alt. Meine Haut liebt Ceramide und Urea. Die Kombination, das ist die Kombination für mich. Und deswegen springe ich halt immer wieder auch auf Produkte an, die eben Ceramide enthalten. In dem Produkt haben wir 6 Ceramide. Ceramide funktionieren auf meiner Haut wunderbar. Falls ich mich verzählt habe, ich blende euch mal ein, was für Inhaltsstoffe ihr in dem Produkt findet. Ja, wenn ich bei meiner Haut Ceramide anwende und Urea, dann ist es die absolut perfekte Kombination. Das muss natürlich nicht bei dir funktionieren, aber bei mir funktioniert es. Und wenn du so einen ähnlichen Hauttyp hast wie ich, dann ist das halt wirklich Gold wert. Und wenn du halt einen Hauttyp hast, der ständig irgendwelche rote Flecken hat oder so, sind Ceramide, die eben die Hautbarriere schützen, wirklich wichtig. Ja, kommen wir zum Elefant im Raum. Hier ist ein Inhaltsstoff drin, der nennt sich Carbomer. Ich werde euch mal einblenden, was ChatGPT dazu sagt. Ich habe es euch runtergebrochen. Carbomer wird verwendet in Produkten zum einen, wenn sie filmbildnerische Eigenschaften haben müssen, wie jetzt in Sonnencremes. Wenn das Produkt beispielsweise stabilisiert werden muss, weil es gibt ja auch ganz oft, dass Produkte entweder sich trennen oder so, also Stabilisierung, oder dass es rein optische Gründe hat. Und die optischen Gründe verstehe ich immer nicht. Na, also, dass es ein bisschen geliger wird, ein bisschen stabiler. Also damit habe ich so ein bisschen Probleme, weil wenn es zu Unkosten unserer Natur ist, sollten wir als Endverbraucher nicht so egoistisch sein und solche Produkte dann noch unterstützen. Versteht mich nicht falsch, ist ein gutes Produkt. Aber ich finde, es gibt bessere. Der Leon hat für Kolibri was rausgebracht, Barriere Booster oder wie er heißt, keine Ahnung mehr, ich habe ihn auch vorgestellt. Und von Ceramide gibt es eben auch ein Serum, was ein bisschen teurer ist, aber das lohnt sich auf jeden Fall und das kommt auch ohne Carbomer aus. Und wir müssen an der Stelle auch festhalten, die Drogerie hat die Ceramide auch entdeckt und da kommen gerade immer mehr Produkte raus. Werde ich hier das ein oder andere Produkt auch vorstellen. Also man muss nicht mehr notgedrungen was bestellen, wenn man Ceramide haben möchte. Klar, solche Sachen sind immer noch ein bisschen hochwertiger. Wir haben hier echt, glaube ich, 6 Rounds. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Und die ganzen 6, geschweige denn, es gibt bestimmt noch mehr, kriegst du halt meistens nicht in einem Produkt. Das ist meistens das Ceramide MP. Dann ist noch irgendwie ein zweites oder ein drittes mit drin. Aber 6 habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber die Drogerie zieht nach. Ihr wisst ja. Guckt man sich Produkte mit Niacinamid an, die gibt es jetzt ohne Ende. Na, also von dem her. 18 Euro für das Produkt ist ein toller Preis. Und es hat mich halt wirklich immer in den Finger gekribbelt. Aber ich wusste halt, wenn ich euch das hier vorstelle, dann werde ich auch den entsprechenden schlechten Inhaltsstoff, und das ist eben das Carbomer, auch erwähnen. Und ich will damit euch nicht sagen, kauft dieses Produkt nicht, sondern ich möchte euch sensibel gegenüber solchen Inhaltsstoffen machen. Und euch sagen, verzichtet so gut wie es geht darauf. Manchmal kann man nicht darauf verzichten. Es gibt eben auch medizinische Produkte, wo Carbomer mit drin ist.
dann geht's nicht. Aber es gibt immer Auswege. Und ja, es ist lästig, sich nach anderen Produkten umzugucken. Naja, kann man das ausprobieren? Ja. Wegen dem Carbomer drin finde ich es nicht ganz so gut. Ich würde es auf keinen Fall nachkaufen, weil es gibt bessere Produkte. Ich mag das von Colibri, von Leon lieber und das Theramide. Wenn man mich fragen würde, ich würde immer zu Theramide tendieren. Ne? Und wenn du dir das mal leisten möchtest, ist ein richtig tolles Produkt, wirklich richtig gut. Und da kann das einfach gar nicht mithalten. Es ist auf jeden Fall ein gutes Produkt, wenn du irgendwas unter deinem Make-up haben möchtest, aber sei gesagt, Sonnenschutz tagsübertragen. Ne? Also wenn du dich morgens schminken musst, irgendwie zur Arbeit, dann trägst du zuerst das auf und dann den Sonnenschutz. Schminkst du dich abends irgendwann, dann kannst du deine Haut damit ein bisschen auffrischen und dann kannst du dein Make-up drüber machen, da ist es dann kein Problem. Aber tagsüber immer Sonnenschutz tragen, das ist das Allerbeste, was du machen kannst. Weil es halt eben so eine leichte, schöne Textur ist, zieht das halt echt sehr schnell ein und das erfrischt die Haut auch so ein bisschen. Ich mag das, aber muss wie gesagt an der Stelle sagen, durch dieses Carbomer würde ich das hier nicht mehr kaufen. Weil das hat für mich nicht den hohen Stellenwert wie jetzt beispielsweise das Produkt von Leon bei Colibri. Das fand ich halt wesentlich besser, das ist bei mir halt auch richtig hängen geblieben. Oder eben das Produkt von Theramide, was mich halt echt mega umgehauen hat. Ne, also man kann es schon kaufen, man kann es mal probieren, wenn man irgendwie neugierig ist, neue Produkte testen möchte und vielleicht eh bei Peerish bestellt hat, kann man das vielleicht mal mitbestellen und gucken. Aber ansonsten, man braucht es nicht unbedingt. Hast du Erfahrungen mit Transparent Lab und diesem Serum schon gemacht? Schreib mir die unten in die Kommentare. Die werden wahrscheinlich anders sein, deine Erfahrungen, wie jetzt meine. Ich würde mich freuen, wenn wir uns unten in den Kommentaren wiedersehen. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.